Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Online Trading Card Game. Diesmal spielen wir um den Silberpokal und müssen auch wieder gegen Zack antreten. Da hole ich auch direkt mal mein Zapdos raus, muss gegen Porenta antreten, so wie es aussieht. Vorher geben wir aber eine Donner Energy noch Zapdos und dann greifen wir auch mal an mit tosender Donner. Wer bekommt natürlich Schaden? Ich würde sagen, radikal. Nehmen ganz unten links die erste Karte. Oh, Relaxo. Auch geiles Artwork. Schön am Pennen. Ich glaube, der hatte eine gute Mahlzeit gehabt. Er sieht auf jeden Fall ernährt aus, könnte man sagen. Was habt ihr denn noch? Ein Panzer Aeron, ein Bidiza und ein Dusselgur. Zwei verhasste Karten, aber Panzer Aeron ist cool. Wir sind am Zug. Was haben wir denn? Wir können aber Habitak zu Ibitak entwickeln. Dann geben wir Energy mal Ibitak. Und greifen an mit tosender Donner. Wir bekommen Schaden, ja, diesmal Kangama. Boah, was? Galaxo hat sogar überlebt, ey. Die hat noch 10 HP. Krasse Scheiße. Krass, der hat mir sogar eine Donnerenergiekarte abgezogen. Aber macht ja nichts, kann immer noch angreifen mit Bohrschnabel. Denn Relaxo ist trotzdem down. Nehmen wir ganz links in der Mitte die Karte. Bekommen einen Raichu. Okay. Was ist das? Ein Dummiesel? Okay. Ein dummes Dummiesel. Tun wir Pikachu zu Raichu entwickeln. Und können nochmal angreifen mit Bohrschnabel. 40 Points, 20 HP hat der noch. Okay, hallo Pikachu, gleich bist du ein Raichu in der nächsten Runde. Greifen auch direkt nochmal an mit Bohrschnabel. Dusselgur ist platt. Wow, eine Donnerenergie. Oh oh, jetzt kommt Panzer Aeron ins Spiel. Was ist das? Ein Kuriwaff, okay. Warte, bevor wir angreifen, entwickeln wir noch Pikachu. Und dann greifen wir an mit tosender Donner. Wir müssen diesmal darunter leiten. Ich würde sagen Raichu. Nehmen wir ganz rechts oben die Karte. Wow, ein super Trank. Ne, ein Trank. Ja. Wir sind am Zug. Und geben wir Donner Energy natürlich Raichu. Und dann greifen wir auch an mit tosender Donner. Und wir bekommen Sachschaden. Ja, schwere Wahl. Tut mir leid, Raichu. Hat's ja super überstanden. Wir sind wieder am Zug, okay. Ja, was merken wir? Diesmal muss Ibitak drunter leiden, würde ich sagen. Und wir haben gewonnen, ja, sehr gut. Das ist super. Wow. Und bekommen mal wieder 2 Pokémon-Dollar.
So, meine Freunde, weiter geht's in der nächsten Folge. In der nächsten Folge kämpfen wir gegen Logan. Geht auf Kenobi-Stack 1 oder auf meinen anderen YouTube-Kanal Markus Sessler. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Arrivederci und bye. Okay, ciao.